Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Skyline Truck Driving Simulator. Jetzt ist mal blau. Ich hab mein Hintergrundbild. Ja, komm, kennen wir alle schon. So. Wir machen. Gut, die meine Sache habe ich noch nie probiert, da ich ja eh offline spiele. Nein, nicht freies Fahren. Hauptmenü. Gefährliche Strecken. So. Wir fahren jetzt unsere erste richtige Strecke. Kennen wir schon? Let's go! Ah, hier sogar Wasserpfützen. Alles Sachen, wo ich mich frage, warum haben sie das nicht in ETS 2 übernommen? Einfach so ein paar Offroad-Strecken. Aber wie gesagt, jetzt gab es ja bei ETS 2 schon immer diese Strecken, die nicht auf der Map eingezeichnet waren, die man ab und zu so random finden konnte. Hätte man auch genau sowas hier auch machen können. So ein paar challenging Strecken, die man einfach mal so ab und zu abfahren kann. Wenn man Bock drauf hat und einen LKW-Auflieger hat. Ja, Musik gibt es ja leider keine. Wobei, ich glaube, es gibt sogar einen Media Player, aber den müsste. Gute Frage. Kann man die Musik hinzufügen? Das wäre ganz interessant gewesen, hätte ich ja mal machen können. Ne? Wow, okay, hier muss ich mal ein bisschen. Ja, und man darf halt nichts anstoßen, so. Man darf halt nichts irgendwie hauen. Sonst kriegt man direkt Punktabzug. Hat man oben links, da wo jetzt überquere die Ziellinie steht, kommt dann irgendwie, keine Ahnung, Punktabzug wegen Kollision oder irgendwie sowas sinngemäß. Und ja, wie gesagt, nach jeder, wie sieht man dann auch gleich, hat man dann so ein Endscreen, wie viele Punkte man hat und ob man überhaupt Punkte hat. Ich lenke voll ein, ey. Diese Physik ist so schwammig. Hei. Fühlt sich überhaupt nicht an wie Erde oder sowas, sondern fühlt sich eher an wie, keine Ahnung, Glatteis. Ja, bremsen sie wiederum, das funktioniert auf einmal super. Da voll Grip. Sehr komisch. Aha, da vorne ist die Ziellinie. Yay! Pop. Ja. Und hier sieht man es, Außenansicht nicht verwendet. Sobald du irgendeine andere Kameraansicht nimmst als die Innenansicht, kriegst du diese Punkte nicht mehr. What the fuck? Ich meine, wie gesagt, macht natürlich Sinn, aber nicht, wenn du mit Maus das Lenkrad bedienst. Weil dann kannst du die Innenkameraansicht kannst du gar nicht drehen. Das heißt, du siehst halt nichts. So mit der Ansicht. Genau, ansonsten, wir haben nicht kollidiert tatsächlich. Ich dachte, wir hatten da vorhin diesen einen Dixer-Buster mitgenommen, aber wirklich nicht, scheinbar. Und man kann sich jetzt natürlich die ganze Dinge ansehen. Kann man mal schön so die Highlights sehen. Ui, wo waren das? Genau. Hier dachte ich, ich hätte hier was mitgenommen. Ich glaube sogar, das dürfte der gewesen sein, wo ich dachte, dass ich die mitgenommen habe. Aber scheinbar nicht. So, nächste Aufgabe. Whoop, whoop. Truck Driving Simulator, the game. Was die unten sein soll, ich habe keine Ahnung. Okay, wir müssen erstmal rückwärts. Ohne hinter uns in den LKW zu krachen, wenn es geht.
Alter. Oh, das hat schon Ruckler hier. Das ist ja schlimm. So, mal gucken hier. Ob ich hier meine ETS-2-Skills retten. Blöde ist, wie gesagt, man kann sich halt nicht umgucken. Das ist halt richtig scheiße. Ich meine, ich sehe zum Glück den Rückspiegel. Aber das war's dann halt doch schon. Wie überblendet auch das Licht hier ist, Alter. Ah ja. Oh. Ah, und da war schon der erste Punktabzug für Samstag. Oh, gleich zwei? Ah, super. Oh, hier sind Autos. Ist das sowas heute, ne? Der ist Autos, aber man sieht es nicht. Außer wenn es zu spät ist. Ja, und rechts die Pakete auch nicht. Ach, kacke. Kann ich mal Geld zurückhaben? Alter! Hallo? Hallo? Aber. Digga, da hab ich ja gerade 1000 Punkte Abzug bekommen, oder? Weil man kriegt, glaube ich, für jeden Zusammenstoß irgendwie 100 Punkte. Ja, lass mal nicht drüber reden. Ab den ersten Punkten Abzug hatte ich keinen Bock mehr. Oh ja, das hier zwei. Digga, so eine Map will ich wie ETS 2 haben. Vor allem die Map ist halt so dumm. Und ja, die Map, die wir gerade eben hatten, hatte ich tatsächlich beim Privatspielen ohne Punktabzug geschafft. Aber sagt, es. Ich will es hier nicht besorgen. Oh! Hier gibt es sogar so ein Horn, so ein Sicherheitshorn. Das hier ist so unrealistisch, Digga. Wendet hier alles. Guck mal, wie weit diese Steine eingesunken sind. Wenn hier alles so weit eingesunken ist, wie können wir hier als LKW ganz normal langfahren? Sind wir hier fucking Jesus oder was? Boah, wow, bleibt mal stehen. Wow. Guck mal, wie weit diese Autos eingesunken sind. Digga. Wir sind einfach God-Mode. Schwerkraft? Nicht mit uns. Wir scheißen auf Schwerkraft. Euch das an, Alter, wie wenig wir da gerade mal untersinken. Also ist zumindest schon mal schön. Wir sinken tatsächlich unter, das heißt, wir haben wirklich einen doppelten Boden. Aber es ist halt ein Witz. Aber wenn man bedenkt, die Autos, wie tief diese drinne sind und wir hier als tonnenschweres Fahrzeug nichts
Okay, wir können ganz normal fahren, so. Überhaupt kein Unterschied. Whatsoever. Das ist so verrückt. Gut, ich würde mal sagen, eine Aufgabe machen wir noch. Oha. Das ist die erste, wo man auch rückwärts fahren muss. Hätte ich aber doch nicht gemacht. Ah, links im Motor ist ein Auto. Sieht man leider kaum, aber hey, wenigstens weiß ich, dass da eins ist, weil ich es gerade ganz kurz gesehen habe. Da, links erkennt man es noch ganz leicht. Ankuppeln für Fortgeschrittene. Alter, wie Ding hier rumrutscht. Ich sag diese Physik, ey. Ankuppeln für Fortgeschrittene gibt es übrigens auch nicht. Hier gibt es also nur dieses Vereinfachte, wo ich einfach nur so ungefähr ranfahren muss und dann schon ankuppeln kann. Hopp. Ne, war noch ein zweit. Jetzt so. Wow, ich bin gerade ein bisschen verzückt. Privat hatte ich diese Map noch nie ohne Punktabzug geschafft. Wow, während ich bei der zweiten Map, die ich privat problemlos geschafft hatte, 1100 Punkte Abzug hatte, weil ich irgendwann mal 11 Mal angestoßen bin, habe ich jetzt hier ohne Punktabzug. Wow. Nächste Aufgabe. Ich glaube, das ist die erste, die ich übersprungen hatte. Nee, okay. Aber das ist die machen wir nächste Folge. Von daher. Das Schöne ist jetzt, dass es im Fenstermodus läuft, kann ich einfach Alt F4 machen. Das macht die Sache etwas angenehmer und einfacher zum Beenden. Bis zur nächsten Folge.